Die Ortsfeuerwehr Brinkum, Seckenhausen, Stur sowie der Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst und das LF aus Kirchweihe wurden zu einem Brand an einer Tankstelle in der Bremer Straße in Brinkum Nord alarmiert. Hier ist es zu einem Brand laut Alarmierung auf dem Dachbereich gekommen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Im Bereich der Erkundung wurde dann festgestellt, dass der Brand im Bereich der Küche im Tankstellenbereich ausgebrochen war. Dieser ist dann in die Zwischendecke und auf den Dachbereich übergegriffen, woher dann auch der offene Feuerschein und die starke Rauchentwicklung zu sehen war. Wir haben einmal Leute unter Atemschutz in das Gebäude reingeschickt, um dort zu kontrollieren und eben entsprechende Löscharbeiten durchzuführen. Gleichzeitig sind wir mit der Drehleiter aufs Dach vorgegangen und haben dort die Ablöscharbeiten durchgeführt. Ja, an Tankstellen haben wir natürlich ein höheres Brandrisiko durch entsprechende Gefahrstoffe, die hier vor Ort gelagert sind. Aber hier wurde die Tankstelle schnell abgeschaltet, sodass die Gefahr stark reduziert werden konnte. Aufgrund dieser erstens der hohen Gefahren wurde hier natürlich auch eine höhere Alarmstufe alarmiert. Es waren 8 Personen im Gebäude, diese konnten das Gebäude auch sehr schnell verlassen. Eine Person hat etwas Rauch eingeatmet, diese wurde hier vor Ort vom Rettungsdienst betreut, aber der geht sonst soweit gut. Die B6 hier direkt unmittelbar vor der Tankstelle wurde im Anfangsbereich in Fahrtrichtung Bremen voll gesperrt aufgrund der starken Rauchentwicklung und unserer ersten Maßnahmen. Jetzt im Laufe des Einsatzes konnten wir unsere Fahrzeuge ein bisschen beiseite fahren, sodass wir eine Spur in Richtung Bremen wieder öffnen konnten. Wir sind in Brinkum Nord beim Ochtumpark. Da ist eine Brandmeldung gekommen bei der BMÖ-Tankstelle hier. Und erste Meldung war, dass hier die Tankstelle, der Verkaufsraum brennt. Was sich aber so herausgestellt hat, dass es nicht der Verkaufsraum war, sondern die Decke über dem Verkaufsraum. Und die Feuerwehr konnte das schnell unter Kontrolle bringen, bevor ein richtiges offenes Feuer entstanden ist. Und hat jetzt die Zwischendecke nochmal kontrolliert, festgestellt, dass jetzt wirklich nichts mehr da ist. Deswegen wird jetzt alles wieder langsam zurückgebaut. Ja, es sind insgesamt 3 Betriebe davon betroffen. Ein Sushi-Laden sozusagen, ein Burgerladen und eben halt die Tankstelle. Die Feuerwehr hat jetzt, wenn die gleich ihre Brandmaßnahmen beendet haben, dann übernimmt unsere Tatortgruppe. Und nach jetzigem Stand ist es halt so, dass alle 3 Läden heute nicht mehr öffnen dürfen, insbesondere wegen des Öffnen oder des offenen Essens, was da ist. Ja, also von daher, wir müssen, bevor unsere Tatortgruppe jetzt den Tatort aufnimmt und bis die fertig sind, müssen wir den Brandort beschlagnahmen. Das heißt, alle 3 Läden bleiben den heutigen Tag über geschlossen, auch die Tankstelle.